Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part meiner F1-Manager-Karriere mit Williams. Wir sind jetzt beim zweiten Rennen, also zweiten Grand Prix von aus der dritten Saison, sind in Saudi-Arabien. Ja, und nach dem mittelmäßigen Start, ich würde sogar so sagen etwas enttäuschenden Start in Abu Dhabi, hoffe ich mal, dass es jetzt Abu Dhabi war es gar nicht, in Bahrain natürlich, dass es jetzt besser laufen wird. Wie gesagt, ich hatte mir ein Podium, hatte ich mir sogar erhofft. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man mit diesem Auto um die WM fahren muss. Aber irgendwie lief es nicht so gut. Also Duan war okay auf 5, aber Schau gerade so 10. geworden. Ja, ich hoffe mal, in Saudi-Arabien ist mehr möglich jetzt. Radio check. Can you hear me okay? Radio check. Man scheint definitiv jetzt dichter dran zu sein an Ferrari und Red Bull. Schaut jedenfalls schon mal viel, viel, viel besser aus. Der erste Stint im Qualifying. Ich werde jetzt auch keine weitere Runde fahren. Bleibt mir da treu. Anyway, good job. Thank you very much. Fünf und sieben, ja. Ist okay, aber wie gesagt, ich bin nicht zu weit weg von den anderen beiden Teams. Radio check. Radio check. Wenn, dann nehme ich natürlich jetzt frische Reifen für noch einen Stint. Die ist noch, also Duan muss definitiv noch eine Runde fahren. Schau, lasse ich noch drin. Kann natürlich schief gehen. Ich hoffe nicht. Nun Vorschau, aber beide drin. Zweiten Qualifying. Hamilton, Ocon, Gasly, Ricciardo und Norris verpassen. Q3. Beide versuche ich mit frischen Reifen. Radio check. Radio check.
Zhao schneller als Perez. Der vierte, Duan ist achter. Mercedes nicht ganz so gut wie zuvor beim Rennen. Also Bottas nicht. Ich glaube, Bottas war der bessere. Bleibt bei 4 und 8. Wie gesagt, nur Verstappen weit vor, relativ weit voraus. Und der Rest dahinter sehr, sehr knapp. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller Spannung. Und das Rennen wird jetzt, glaube ich, wirklich spannend. Also bei Schau werde ich soft, hart, soft fahren. Bei Duen werde ich es ein bisschen ändern. Bei Duen wird es auf Soft, Hard, Medium hinauslaufen. Gut, dann starten wir mal ins Rennen. Mal gucken, ob es vom 5 oder 8 noch weiter viel weiter nach vorne geht oder ob die sich mal wieder rausdrehen. Zum großen Preis von Saudi-Arabien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Jetzt geht's, die vorne mit Mediums und Hard unterwegs. Nur Duen und Schau mit Softs unterwegs. Keep the head down. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. DRS is enabled. Ich glaube, es gab einen Unfall. Magnussen hatte schon einen Unfall. Das war ein Überholmanöver von Williams.
Schau, muss ich gucken, dass ich an Science oder an Paris jetzt gerade irgendwie vorbeikomme. Ja, deployed. Copy. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Versucht das Loch zuzufahren, aber schaffe ich nicht. That was a stonking lap. Mit Duen komme ich halt nicht vorbei. Komm da nicht ran. Oder jetzt könnte ich dran sein. Das wäre wichtig, wenn ich DRS von den beiden kriege. Und jetzt kriege ich wirklich DRS. Beide fahren halt vorne mit Mediums. Ich bin der Einzige, der Soft hat. Gut, dann Albon und Vettel noch, aber... Ich komme da halt nicht vorbei mit meinen beiden Fahrern. Solange ich mit DRS da mitkomme, ist alles gut. Ist ja auch mit Duen so. Da haben die Räder blockiert. Okay, we are happy to push, happy to push. Copy.
We look at reducing the lift and co. Yeah, copy. Happy to increase pace. Copy. Lift co increase, please. Copy. Man muss sagen, mit Chao sieht es relativ gut aus. Duin ist auch okay. Du muss ich aber bald in eine Box, das weiß ich jetzt schon. Push hard, happy to push hard. Copy. And you go push, go push. Copy. We're happy to push. Copy. Okay, reduce lift and coast. Copy. Box, box. Okay, we want to increase lift and coast. Copy. Jetzt kann ich aber auch mit Chao momentan das Tempo nicht mehr mit den beiden vorne mitgehen. Close this gap. Copy. Und auch mit Duren gehe ich jetzt in eine, mit Chao gehe ich in eine Box. Box is that. Mal gucken, wo Duin rauskommt. Need for Stroll wäre sehr okay. Weil der Gruppe ist wieder beschissen. Gut, bin sogar gut rausgekommen. Mit Duin direkt davor rausgekommen. Hier besser jetzt nicht laufen können.
Jetzt gehe ich mit Schau in der Box. Wird auch interessant zu wissen, wo ich rauskomme. Wo Ricardo und Hamilton rauskommen, wäre natürlich. Ich glaube, ich komme sogar davor raus. Stark. Let's reduce left in case. Wichtig, wichtig, wichtig. Der hatte jetzt Schau, hatte den Fehler. Oh. Da blockieren die Räder. Increase lifting case. Copy. Pushing on, pushing on. Copy that. Ja, Verstappen kommt natürlich dadurch um einiges davor raus. Alonso kommt direkt dahinter raus. Wieso wird Tech? Wieso wird Tech? Copy. You're doing a good job. Reduce the lift and co. Copy. Have the overtake. Copy. Mit Schau hänge ich natürlich jetzt da wieder fest, ne? Faster slap. Copy. We want to leave court, please. Copy.
use the overtake. Copy. Check the DRS. Copy. Komm da einfach nicht vorbei. Jetzt endlich. Endlich. Och, jetzt hänge ich da schon wieder fest, weil der DRS bekommt. Oh. Haas mit einem Überholmanöver. Jetzt. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Sainz, Perez, Bottas noch mit keinem Boxstopp. Die werden auch nur einen machen dann. Ist halt an Ricardo vorbei. Mach doch mal Platz. Jetzt, oder? Komme ich jetzt vorbei? Ja. Nee, jetzt das war ein Überholmanöver von Williams. Nee. Wir sollten auch jetzt langsam mal seine Reifen abbauen, dass er da auch nicht mehr mitkommt. Schaufehler ist natürlich ärgerlich gewesen. Da kommt Alonso jetzt vorbei. Und wird halt nochmal in eine Box fahren und auch Schau wird in eine Box fahren. Perez ist jetzt gerade in der Box. Und Duan wird sich gleich die Red Bull ist weiter vorne. Mediums holen.
Carlos Sainz fällt jetzt in die Box. Duin ist halt gleich wichtig, wo er rauskommt. Und kommt von Ocon raus. Increase, please. Copy. In Coast Level 3. Ciao, fährt bei Paris mit, das ist gut, ganz gut. Auch wenn er auch nochmal in eine Box muss. Da wird er auch nochmal sehr weit durchgereicht, aber hinten raus hat er dann die Zoffs. Noch kann ich gut mithalten mit Paris Medium Reifen. Okay, we want to increase lift and coast. Copy. Reduce lift and coast. Copy. Mit der 1.32.929 ist ganz okay, die Runde. Ich glaube, eine Runde fahre ich noch so. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht.
Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Komm auf 11 wieder raus dann. Alonso sollte ich eigentlich noch kriegen mit dem Medium-Reifen. Schaubar, das ist ja trotzdem. Dann sind es am Ende doch die Fahrer, die es hier entscheiden. Das Auto ist, wie gesagt, eigentlich viel, viel besser. Komm auf Vergasli raus. Ja, Russell und Ocon dürfte ich noch kriegen. Die kriege ich beide wenigstens noch. Can afford to drop back. Copy. Alpine hat sich gerade verbessert. Register lift and co. Copy. Focus and push. Copy. And we think you can reduce lift and coast. Yeah, copy. Okay, back off. Copy. Vielleicht mit beiden kurz warten. Mit beiden gerade nichts riskieren. Wie gesagt, vorne, da würde ich eh nicht mehr rankommen.
So, heads down, focus. Copy. So. Jetzt habe ich ERS aufgeladen. Und wenn ich jetzt dann irgendwann vorbeifahre, dann kann ich mich einmal gleich direkt absetzen. Nächstes Mal DRS bekommen. Noch einmal warten, warte. Jetzt, wenn ich jetzt hier vorbeifahre. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Das war ein Überholmanöver von Williams. Und auch mit Schau bin ich jetzt hier vorbei. Full deploy. Copy. Gleich von beiden abgesetzt und doing very good. Lap time are good. Lap time are good. Lift core increase, please. So, jetzt hat Chao die schnellste Runde. It's a stomping lap. Ich kann jetzt mit beiden Platz 6 und Platz 8 nach Hause fahren. Alonso hätte ich vielleicht noch kriegen können, sogar. Wäre ich da vorher vorbeigefahren. Ich fahre 2,6 Sekunden schneller. Den könnte ich da wirklich noch kriegen. Ja, deploy. Copy. Das wäre ja fast noch schief gegangen. Also, der kann auch nicht schief gehen, aber... Last lap. Mit Duren jetzt nochmal DRS bekommen und dann bin ich vorbei. Close this gap. Copy.
muss gucken, dass ich da noch vorbeikomme. Außenrum. Ja. Nice work. Okay, check it flag. Check it flag. Noch mit Schau, siebter geworden. Alonso noch überholt. Oh. Sechste, siebte ist wieder okay, aber wieder mehr drin. Hätte Schau den Fehler nicht gehabt. Schau aber wieder mal mit der schnellsten Runde. Dadurch WM-Wertung finde ich jetzt schon weit zurück, muss man sagen. Du in 18 Punkte, Schau 9 Punkte ist okay. Ich bin da auf Platz 4 in der Teamwertung. Ich wollte besser sein. Wobei ich jetzt schon fast am Mercedes vorbei bin wieder. Ich wollte mit den anderen beiden mithalten, aber da machen meine Fahrer mir zu viele Fehler. Das ist das Ärgerliche. Wenn die nicht dauernd Fehler machen, dann wäre es so angenehm, aber... Aufhängung knapp. So, oh. Erstmal nochmal aktuelle Projekte gucken. Ja, Frontflügel muss ich bauen. Frontflügel Aufhängung. Also Heckflügel und Chassis nicht. Heckflügel und Seitenkästen nicht. Lager muss ich gucken. Oh, Glück gehabt nochmal. Seitenkästen nicht. Gut. Das andere ist egal, weil da habe ich zwei, da habe ich vier. Das ist okay. Noch ein Frontflügel gebaut. Ja, Vorstandsvertrauen muss ja wirklich gut sein. Kästen. Jetzt anfertigen. Nicht mal schnell wird funktionieren. Notfall zwei Stück. Gleich in Auto 1 eingebaut. Ah, ich muss ja weiterbauen. Das wäre fast schief gegangen. Heckflügel. Notfall 2 Stück. Wird zwar teuer, aber... Ich will die Heckflügel haben. Auch wenn Schau bis jetzt schlechter ist, ist ja der Fahrer Nummer 1. Trotzdem. Eigentlich ist er ja auch stärker, aber auch wenn das bis jetzt noch nicht zeigen konnte. So, entwerfen. Gucken, das wird ein bisschen dauern. Ich werde mal gucken, dass ich Monaco auch relativ gut bei bin. Als Unterboden nochmal verbessern.
bei geringer Geschwindigkeit verbessern. 58 Tage? Hm. Ja, 65 dann. Jop. Fortfahren. Okay. Nicht anfertigen, entwerfen. Danach ist Aserbaidschan. Ja, dann werde ich den Heckflügel nochmal versuchen zu verbessern. Ausgewogen. Ausgewogen verbessern. Sogar bis 36 Tage vorher fertig. Heißt, bis zum Spanien Grand Prix werde ich fertig sein. Oder 24 Tage wäre Miami Grand Prix. Brauche ich den neuen Heckflügel da? Würde nicht schaden, ne? Ich habe eigentlich das Geld. Also mache ich's. So, dann noch mal gleich in die Analyse wieder gehen. Das ist eigentlich wieder ein Rennen, wo ich eigentlich vorne mitfahren müsste. Aber das Team ist, also der Fahrer ist halt so schlecht. Oder die Fahrer sind so schlecht. Q2 will ich erreichen. Q3 will ich auch mit einem erreichen. Komm, Top 8 möchte ich mit ein. Zielplatzierung habe ich auch. Gut, dann war das eben der große Preis von Saudi-Arabien und wir sehen uns dann in Australien wieder zum nächsten Rennen. Bis dahin, macht es gut.